Was bisher geschah. Die ganze letzte Woche verbrachte ich heulend in meinem Zimmer. Es war kaum noch zu ertragen, auch für meine Mitbewohner. Aber vielleicht sollte ich etwas früher anfangen. Vor 2 Wochen feierten wir unsere WG-Party. Ich weiß, was du denkst, Helge. Die Blonde neben Jule. Die Blonde ist Anni und war neu in der Stadt. Anni, das ist Helge. Helge, das ist Anni. Hi, ich bin Helge. Ja, es hätte alles so schön sein können. Doch leider... Anni hat gerade erst eine schwere Trennung hinter sich. Naja, der Abend nahm also seinen Lauf. Und ich wünschte, wir hätten nur einen Kater bekommen. Denn am nächsten Morgen passierten seltsame Dinge. Sehr seltsame Dinge. Wir hatten in dieser Nacht nämlich Superkräfte bekommen. Anni war unkontrollierbar stark geworden. Woody hatte Visionen von der Zukunft. Ich reiß es aus. Oh, schade. Hättest du mir das nicht vorsagen können? Ja, hätte ich. Marcel konnte Dinge schweben lassen. Okay, und jetzt mich. Allerdings nichts, was schwerer als 103 Gramm war. Ja, vielleicht bist du zu schwer. Arschloch. Jule konnte unsichtbar werden. Aber immer nur, wenn sie dabei die Augen geschlossen ließ. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Sorry. Und ich konnte Gedanken lesen. Hat Helge meine Gedanken immer? Helge. Was echt cooler klingt, als es ist. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Problem. Ich hatte heute so eine Vision, dass Wonder Woman das Kind von Batman kriegt. Okay. Dass ich gesehen habe, dass Helge keine Frau und keine Kinder haben wird, das erzähle ich ihm wohl besser nicht. Was? Was? Das hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Woody, ich kann Gedanken lesen. Das weiß ich doch und ich kann in die Zukunft sehen. Woody! Mein Traum von Frau und Kindern war also geplatzt. Ich hockte also seit einer Woche in meinem Zimmer rum. Also ich verstehe nicht. Was Besseres gibt's doch gar nicht. Keine Frau, kein Kind. Das stell dir vor, Woody hätte gesehen, dass du nie wieder Sex mit Frauen haben wirst. Das ist nicht witzig. Ja, aber genauso fühlt sich Helge. Wie fühle ich mich? Helge! Alles okay? Mir geht's prima. Und wisst ihr auch wieso? Du hattest ein Blackout und hast alles vergessen. Schön wär's, aber nein. Du scheißt auf Familie und genießt endlich dein Single-Leben. Genau das Gegenteil. Mir ist einfach was Wichtiges wieder eingefallen. Als ich 5 Jahre alt war, hatte ich eine Eingebung. Da war diese tolle Frau. Tolle Frau. Wir hatten Kinder, eine ganze Handvoll. Und da war Balu. Balu? Sein zukünftiger Hund. Egal. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich das alles haben werde. Dafür musstest du jetzt eine Woche lang in deinem Zimmer rumhängen? Ach, richtig. Das hätte ich fast vergessen. Woody, erzähl ihn von Batman. Die Vision. Achso, ihr habt neulich gesehen, dass Wonder Woman ein Kind von Batman kriegt. Und Bugs Bunny stand kiffend daneben. Also wenn alle Visionen von Woody so aussehen, will ich mir auch keine Sorgen machen. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen gehe ich jetzt los und suche mir diese Frau. Sei nicht so anspruchsvoll. Der Richtige kommt bestimmt. Vielleicht nicht heute. Hi. Hallo, Schätzchen. Mann, warum kann ich denn keine Gedanken lesen? Sei froh, dass du verschont geblieben bist. Verschont geblieben? Wohl eher verarscht worden. Vielleicht können wir deine Kräfte ja trainieren. Wirklich, Marcel, sei froh. Guckt euch doch an, was es mit Helge gemacht hat. Der rennt wie ein Irrer durch die Bar und sucht nach einer Frau. Und deswegen will ich mit den Kräften nichts mehr zu tun haben. Jule, flipp jetzt nicht gleich aus. Was hast du kaputt gemacht? Also auf jeden Fall sollten wir ziemlich schnell einen neuen Kühlschrank besorgen, sonst wird das ganze Essen schlecht.
Dein Auto ist noch in der Werkstatt? Aber ich könnte die Kühlschränke hier tragen. Aber das wäre ja nicht normal, richtig, Jule? Richtig. Kühlschränke gehen kaputt und Menschen kaufen sich einen neuen. Schaffen die auch ohne Superkräfte. Und du trägst den Kühlschrank dann alleine? Nee. Ihr zwei werdet mir helfen. Ich hab ein Date. Yes! Sind sie nicht süß? Man möchte sie streicheln und ihm Bananen zuwerfen. Alles okay? Alles bestens. Oh, dieser Idiot, dass er mich verlassen hat, bitteschön. Dass er aber behauptet, dass es meine Schuld ist. Oh, Idiot, Idiot, Idiot. Ja, ist echt ein Idiot. Ja, ich weiß. Ich meine, nach 4 Jahren Beziehung stören ihn auf einmal meine Macken. Mach dir keinen Kopf. Es gibt noch so viele andere Fische im Meer. Was, wenn das nicht so ist? Was, wenn wir alle nur einen kleinen Teich haben mit 2, 3 Fischen drin? Was, wenn ich nur noch einen Fisch habe? Es gibt 2 Dinge, die riechen nach Fisch. Und eins davon ist Fisch. Oh, hätte ich bloß was anderes gesagt. Hey, was, wenn ich das heute Abend vermassel? Warum solltest du das denn vermasseln? Mit deiner Kraft hast du die Frau so schnell im Bett, so schnell kann die nicht mal Fisch sagen. Ich will sie nicht ins Bett kriegen. Okay. Nee, wirklich. Natürlich, natürlich. Helge! Du weißt schon, dass ich dir nicht antworten kann? Ist klar. Ob es seine Masche ist, einsame Frauen in Bars anzuquatschen? Du bist also öfters hier? Ja. Aber einsame Frauen quatsche ich nur in ganz besonderen Fällen an. Ich wollte sagen, dass du ein ganz besonderer Fall bist. Besonderer Fall klingt irgendwie pflegebedürftig. Ich meine, du hast mir gut gefallen. Ob das nur eine Floskel ist? Oder meint er das ernst? Ernst? Ich meine das wirklich so. Okay. Danke, das ist lieb. Für was machst du so beruflich? Ich bin Krankenschwester. In einer psychiatrischen Anstalt. Und jetzt kommt bestimmt, das muss ja hart sein mit den ganzen Verrückten. Statt dass mal einer sagt, cool, das ist bestimmt eine Herausforderung. Cool ist bestimmt eine Herausforderung. Ja, ist es. Was ist denn Ihr günstigster Kühlschrank? Der große? Danach ruhig. Ja, der große. Und was ist der nächstbilligste? Daneben. Der kostet ja 150 Euro mehr. Pravilno. Gut gerechnet. Bei großer Tour geht's schwer zu, deshalb günstig. Ich nehme ihn. Wir können Anni immer noch anrufen. Jungs, bitte. Das kriegen wir auch so hin. Außerdem ist die beschäftigt. Wieso? Was macht die denn? Die meinte, dass sie ihr Selbstwertgefühl aufbessern will. Was ist das denn jetzt? Hab ich doch gesagt. Tour geht schwer zu. Nee, sie geht leicht auf. Ist doch selbe. Kann ich ihn noch umtauschen? Nicht. Keiner bürstet besser als Harry. Es ist, als ob du meine Gedanken lesen könntest. Rangehen. Nicht so wichtig. Mama kann mir auch morgen noch von ihrer Blasenentzündung erzählen. Hoffentlich fragt er, ob ich noch mit zu ihm komme.
Frag mich einfach. Frag mich, frag mich. Du, Sarah. Möchtest du noch mit zu mir kommen? Oder willst du nach Hause? Ist auch gar kein Problem. Zu dir. Du, Sarah. Wir müssen nichts überstürzen. Ne? Ich will nur, dass du weißt, dass wir das auch langsam angehen lassen können. Dass er einfach immer das Richtige sagt. Was hältst du eigentlich von heiraten? Was, jetzt? Nee, nicht jetzt. Nicht wir. Das heißt vielleicht. Ich dachte einfach, wir sollten mal drüber reden, so ganz allgemein. Ich will auf jeden Fall mal heiraten. Und Kinder? Willst du Kinder? Klar, ich liebe Kinder. Und wie viele willst du? Je mehr, desto besser. Hunde magst du ja sowieso. Was? Warum sagt er das jetzt so? Naja, jeder mag doch Hunde. Er kann doch unmöglich wissen, dass ich gerne Hunde esse. Hunde essen? Was? Nichts. Hast du gerade Hunde essen gesagt? Nein. Ich hab's doch genau gehört. Du hast es mir quasi in mein Ohr gebrüllt. Er kann gar nicht wissen, dass ich gerne Hunde esse. Helge? Oder isst er selbst gerne Hunde? Wie perfekt wäre das? Ich hab das gesagt, weil... Vielleicht ist er ein Stalker. Ich bin zu Hause bei einem Stalker. Hab ich mein Pfefferspray dabei? Okay, Sarah. Ich hab das gesagt, weil ich wollte, dass du weißt, dass ich gerne Hunde esse. Ich will ihn heiraten. Sofort. Dann habe ich das Hundegulasch probiert. Oh mein Gott. Das war besser als Sex. Klar, ich weiß, was die meisten denken. Hund. Kann man nur Hund essen? Ja. Ja. Ich meine, die essen süße kleine Schweinchen und Lämmer und Küken und verurteilen uns, weil wir ab und an mal gerne Hund essen. Ich gehe mich mal eben frisch machen. Ich will Kinder mit ihm machen. Boah, war der Weg beim Hinlaufen auch schon so weit? Ist nicht mehr weit, Jungs. Noch 10 Minuten? Das hast du schon vor 10 Minuten gesagt. Ja, da wusste ich ja noch nicht, dass ihr so langsam seid. Juli, ich glaube, mir ist da hinten irgendwie mein Handy aus der Tasche gefallen. Kannst du mal bitte nachschauen? Rudi, ruf Anni an. Okay. Rudi! Du musst unbedingt herkommen. Wir brauchen dich hier. Wieso, Rudi? Was ist los? Marcel, ich bin's. Irgendwie läuft die ganze Sache hier total aus dem Ruder. Warum läuft denn da alles aus dem Ruder? Ich wusste, dass es funktioniert. Helge, wir beide zusammen auf der Piste mit deiner Superkraft. Das wird... Die ganze Sache hat Haken. Sie glaubt, dass ich gerne Hunde esse. Was? Mann, du musst echt damit aufhören. Helge, als ich dir gesagt habe, dass Frauen auf Männer stehen, die Hunde mögen, habe ich das ein bisschen anders gemeint. Sie steht darauf, Hund zu essen. Hund? Wie kann man denn nur Hund essen? Keine Ahnung, scheinbar als Gulasch und Barbecue. Also, Balu würde das bestimmt nicht gut finden. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, Helge, pass auf. Ich hatte mal was mit einer. Wunderschön. Tolle Brüste. Die hatte wirklich. Ja, und weiter? Wie und weiter? Was ist dein Ratschlag? Welcher Ratschlag? Woody, gib mir mal Helge. Helge, ich geb dir mal Anni. Helge? Anni, was machst du denn da? Helge, die Frau hat eine Macke. Meine Güte, die hat jeder von uns. Wenn du wegen einer einzigen Macke schon aufgeben willst, dann wird Woodys Zukunftsvision vielleicht schneller wahr, als dir lieb ist. Sie kommt zurück, ich muss auflegen. Du hast recht. Danke, Anni. Warum hat es meinem Ex-Freund niemand gesagt? Sie über ihre Macken hinweg. Ich meine, ja, ich hab Macken. Ich bin ein Tollpatsch. Ich werde schnell motzig, wenn mir was nicht passt. Und wenn ich traurig bin, heul ich. Sofort.
Aber ist das wirklich ein Grund, sich von mir zu trennen? Dieser Kerl hat sich von dir getrennt, weil du offensichtlich nicht über deine Macken hinwegsehen kannst. Du musst dich erst mal selbst akzeptieren. Mit allem, was dich besonders macht. Bevor du erwartest, dass dich andere akzeptieren. Danke. Mit wem hast du telefoniert? Niemand. Niemand? Er hat doch nicht etwa heimlich Hund bestellt? Nein, ich habe keinen Hund bestellt, falls du das gedacht hast. Schade. Aber du wusstest, dass der Chinese um die Ecke auch runter hat, oder? Tatsächlich. Und der liefert auch. Du, Sarah. Boah, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Hunger. Wollen wir nicht lieber einen Film schauen oder so? Hey, mein Bruder, der arbeitet in der Videothek. Wir haben masseweise DVDs hier rum. Wong Shang Shong Ni Hao, Wo Xiang Dian Zai, Ying Nan Fei, Yang Qin Zi. Für zwei Personen. Achso, wie ist denn deine Adresse? Was war das denn? Echt jetzt? Ich warte, bis Anni kommt. Nee. Komm, Marcel. Schaffen wir auch ohne Anni. Er bleibt hier und ich soll weitermachen, oder was? Wenn du mir hilfst, den Kühlschrank in die Wohnung zu tragen, dann... zeige ich dir, was unter meinem Pulli ist. Okay. Sorry. Mama, das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt. Ist immer noch die Blasenentzündung, ne? Was? Von deiner Mutter. Woher weißt du von der Blasenentzündung meiner Mutter? Das hast du doch eben im Gespräch erwähnt. Oder nicht? Warum sollte ich das erzählen? Du bist sicher, dass du das nicht eben gesagt hast? Okay. Was soll das hier? Was meinst du? Du weißt alles über mich? Nein. Er ist doch ein Stalker. Ein kranker, fieser Stalker. Der weiß, wann ich meine Periode habe. Okay, ich weiß nicht, wann du deine Periode hast. Bitte? Ich bin kein Stalker, okay? Was dann? Okay. Du denkst jetzt vielleicht erstmal, dass ich verrückt bin. Aber ich kann Gedanken lesen. Jetzt macht alles Sinn. Ja, nicht wahr? Ja. Du bist verrückt. Ein verrückter Stalker, der mich wie zufällig in der Bar angesprochen hat. Ich bin so naiv. Sarah, jetzt lass mich das mal kurz erklären. Wow. Du hast schon genug erklärt. Sag mir nur eins, Helge, das mit den Hunden. War das gelogen? Oh nee, oder? Shit! Ich hab den Kühlschrank schweben lassen. Nö. Aber warum ist er dann nicht kaputt? Hä?
Anni hat ihn aufgefangen. Ja, Jule. Willst du den Kühlschrank jetzt noch mal hochtragen und runterwerfen lassen oder nimmst du meine Hilfe jetzt gleich an? Hm? Verdammt! Hm. Ah. Und? Wie war's? Das Gedankenlesen hat alles kompliziert gemacht. Ich weiß nicht, wie das so jemals mit einer Frau klappen soll. Sie hast es nicht hinbekommen? Obwohl sie dir quasi gesagt hat, dass sie dich will? Kopf hoch, Helge. Denk an Woodys Batman-Vision, hm? Aus dem Weg, Mutter mit Kind. Oh, Ralf, ey, wenn du nicht sofort wieder normal sprichst, krieg ich dein Kind hier auf der Treppe, ey. Entschuldigung. Schneller, schneller, die Zeit rein. Oh, Ralf! Ich werde also keine Frau und keine Kinder haben. Helge, du kannst die Vision immer noch ändern. Denk doch mal zurück in die Zukunft. Wenn Marty nicht gewusst hätte, was in der Zukunft passiert, was ja eigentlich seine Gegenwart ist, dann kann er auch nicht in der Vergangenheit dafür sorgen, dass die Zukunft am Ende so aussieht, wie sie in der Gegenwart ist. Weißt du, was ich meine? Ich bin mir nicht sicher. Warum fragst du eigentlich nicht Anni, ob sie mit dir auf ein Date will? Muss ich die verstehen? Nee, da müsstest du schon Gedanken lesen können. Du, sag mal, Anni, ich würde dich gerne was fragen und ich hätte dich eigentlich schon sofort gefragt. Ich dachte nur wegen deiner Trennung und so. Ja, aber jetzt wollte ich dann auch nicht mehr länger warten. Also, falls ich nochmal versuchen sollte, meine Zukunft zu ändern, nachdem ich das alles hier verdaut habe. Und du deine Trennung natürlich. Würdest du dich dann mal mit mir treffen? Nö. Quatsch, mein, klar. Warum nicht? Und das war der erste Tag vom Beginn meiner Zukunft. Was auch immer das bedeutet. Und, habt ihr sie? Woody, komm rein! Komm schnell ins Auto! Der Köder stinkt aber auch! Na los, ich glaube, Mr. Wong hat uns gesehen. Na los, schnell! Mann, ey. Yes, I wondered how that could happen more than once or twice a day. If that's okay. Well, here we go. You know I like you so, so, so. Well, maybe even a bit more than I should in the first place in a really special way. Well, that's okay. That is that. That's that. No, no, my confession wasn't all so bad. And I think that if we hadn't met before, I would have said the same things anyway. Sure. Is that okay?